Traurige Lieder tun nicht immer weh, aber manchmal schon. Und ich mochte das immer. Genauso wie scharfes Essen oder heiße Bäder. Was Schmerz ist, wie er funktioniert und was wir darunter verstehen sollten, wird in unterschiedlichen Disziplinen kontrovers diskutiert. Aber es gibt eine Definition von der International Association for Pain, an der man eigentlich nicht vorbeikommt, wenn man sich mit Schmerz auseinandersetzt und auf die sich viele einigen können. Die definiert Schmerz als ein unangenehmes Sinnes- oder Gefühlserlebnis, das mit aktueller oder potenzieller Gewebeschädigung einhergeht oder einer solchen ähnelt. Erlebnisse, die nicht unangenehm sind, sollten wir demnach also nicht als Schmerz verstehen. Aber es gibt doch Menschen, die Schmerz freiwillig aufsuchen oder sich selbst welchen zufügen. Wie lässt sich das verstehen, wenn Schmerz notwendig unangenehm ist? Wenn wir darüber sprechen, dass Menschen sich Schmerzen freiwillig zufügen oder aufsuchen, dann werden im öffentlichen Diskurs, aber auch in der wissenschaftlichen Literatur meistens zwei Beispiele genannt. Einmal die Selbstverletzung, zum Beispiel im Borderline, und zum anderen der Masochismus. Und die einen sind krank und die anderen sind pervers und deswegen fügen die sich Schmerzen zu. Das ist die Erklärung. Oder zumindest ist das der Rahmen, in dem diese Erklärungen oft stattfinden. Ich sage auch gar nicht, dass all diese Erklärungen falsch sind, auch wenn manche Erklärungen für Masochismus schon etwas obskur anmuten. Aber natürlich beeinflusst der Rahmen, in dem wir über Dinge nachdenken, auch wie wir sie verstehen könnten. Und im Falle von Schmerzlust ist das eben oft Perversion, Krankheit, Abweichung. Thomas Nagel, ein wichtiger Mann für die zeitgenössische Philosophie, bringt es so auf den Punkt. Er sagt: If someone pursues pain, either it is as a means to an end, also entweder ist Schmerz ein Mittel zum Zweck, wenn es jemand freiwillig aufsucht, or it is backed up by dark reasons like guilt or sexual masochism. Man könnte sagen, diese These ist empirisch schlicht falsch. Zumindest gibt es sehr viele Situationen, in denen Menschen Schmerz freiwillig aufsuchen und in denen der Schmerz nicht Mittel zum Zweck ist und es sich auch nicht um sexuellen Masochismus handelt. Asexuellen Masochismus zum Beispiel. Aber auch wenn kleine Kinder an einem losen Zahn nackeln oder ihren Schorf abpulen, wenn wir uns Liebesschnulzen ansehen und dabei Rotz und Wasser weinen, wenn wir heiße Chilis essen, weil sie so schön brennen, wenn wir uns dem schönen Schmerz in den Liedern von Leonard Cohen oder Jason Molina hingeben, in der Sauna, in der Oper, beim Yoga oder wenn wir Schilder mit Roast Me in die Kamera halten. In all diesen Beispielen scheint eine Lust am Schmerz da zu sein. Und meine These ist, dass die Lust am Schmerz weder besonders abseitig noch besonders ungewöhnlich ist, sondern für viele von uns ein ganz alltägliches Phänomen in ihrer Lebenswelt darstellt. Und dass wir viele Phänomene besser verstehen würden, wie zum Beispiel Masochismus, wenn wir aufhören würden, Schmerzlust zu marginalisieren und grundsätzlich als etwas Abweichendes oder Krankes oder Perverses zu betrachten. Okay. Aber wie lässt sich das verstehen, wenn Schmerz notwendig unangenehm ist? Wie können wir Schmerzen dann genießen oder lustvoll empfinden? Meine These ist, dass der Schmerz gar nicht notwendig unangenehm ist. Verstehen Sie mich nicht falsch. Schmerzen sind natürlich oft unangenehm und sie können schreckliche Verheerungen anrichten. Aber in der Philosophie würden wir sagen, das ist nicht ihr Wesen, das ist nicht die Eigenschaft, die Schmerz essentiell ausmacht, sondern nur, was Schmerzen oft begleitet. Das, was Schmerzen dagegen ausmacht, also das, ohne dass wir den Begriff nicht sinnvoll denken können, ist stattdessen, dass Schmerzen wehtun. Schmerz tut weh, das ist so trivial, dass es gar keinen Sinn macht, den Schmerz, den Begriff zu verwenden, ohne dieses Wehtun. Und dieses Wehtun, das kann in manchen Situationen eben auch lustvoll sein. Und ich möchte Sie einladen, mit mir eine Erfahrung zu machen, die zumindest für mich oft schmerzlustvoll ist, und zwar das Essen von Wasabi-Nüssen. Ja.
mit Nussallergie, bitte Bescheid geben und weggehen. Sorry, ich sehe euch nicht. Ja, fast. So weit kann ich leider nicht werfen. Ihr seid... Also Vorsicht, es gibt auch keine Garantie. Schmerzlusterlebnisse sind sehr individuell, aber mir macht schon das Knacken Spaß, wenn ich in die Nüsse beiße und die salzige, fettige Süße sich in meinen Mund ergießt, Speichel fließt und dazu dann das Brennen und Britzeln und Prickeln des Wasabi. Der klebrige Nussbrei gewinnt, durch die hellen Spitzen der wandernden Schärfe wird lustvoll und anregend der leichte Schmerz vollendet. Diese sinnliche Erfahrung. Es gibt also Eigenschaften beim Empfinden von Schmerz, die lustvoll sein können. In meinem Fall beim Wasabi-Essen ist es der Kontrast zwischen dem Britzeln und Brennen des Wasabi auf der einen Seite und diesem klebrigen, süßen, fettigen Nussbrei, das ich lustvoll und anregend oder auch einfach lecker finde. Aber der Schmerz kann auch andere Eigenschaften haben, die wir lustvoll genießen können. Das ist zum Beispiel seine Konflikthaftigkeit, die uns herausfordert, uns dann mit ihm auseinanderzusetzen. Oder seine Intensität, die uns lebendig fühlen lässt. Oder auch das Spiel mit der Grenze, die sehr sexy sein kann. Ich muss ja abkürzen, ich habe nur 10 Minuten und nicht 800 Seiten. Aber eine Voraussetzung, damit wir den Schmerz, dieses Wehtun überhaupt genießen können, die sich in meinen Forschungen immer weiter abzeichnet, ist, dass wir im Schmerz, im Wehtun unsere eigene Verletzbarkeit erfahren. Und Verletzbarkeit ist eine ganz essentielle Dimension unseres Daseins. Welt kann uns verletzen, auf einer ganz basalen Ebene, bereits durch unsere Wahrnehmungen. Wenn ein Ton zu laut ist, ein Licht zu grell ist, wenn eine Berührung zu stark ist, dann tut uns das weh. Und diese Verletzbarkeit ist natürlich oft eine Bedrohung. Aber sie hat auch eine Kehrseite. Und die Kehrseite der Verletzbarkeit ist die Berührbarkeit. Im Schmerz, im Wehtun, in der Berührbarkeit merken wir auch, dass wir nicht abgetrennt von der Welt und den anderen souverän als Gehirne unsere eigene Geschichte konstruieren. Und so ergibt sich in der Berührbarkeit, im Schmerz, auch die Möglichkeit einer Erfahrung von Verbundenheit mit den anderen und mit der Welt. Dankeschön. Vielen Dank, Theresa Geisler.